Hallo, Hallöchen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Kingdom Come Deliverance. So, letztes Mal sind wir hier angekommen und haben eine Aufgabe gekriegt. Ich glaube, wir müssen irgendwelche Lager... Nee, Höfe. Okay, untersuche den Hof im Norden und untersuche den Hof im Süden. Genau. So, jetzt gucke ich mal, ob ich noch irgendwas quatschen kann mit denen. Schön, dich zu sehen. Danke. Okay, bei dem kann ich noch eine Übung machen. Gucken, ob ich hier was quatschen kann. Gott sei mit dir, Junge. Was kann ich für dich tun? Ach so. Das ist eine DLC-Quest. Ich hoffe, dass ich das später noch machen kann. Hunger habe ich noch nicht so wirklich. Bei denen kann ich nur stehlen oder einen Hund draufhetzen. Das will ich natürlich nicht. So, dann werde ich mal zurück zu meinem Pferdchen gehen. Und einmal werden wir noch kurz in das Questlog gucken. Genau, okay. Dann ab aufs Pferd. So, dann gehen wir mal nach Norden. Ich sehe da gerade das B schön vor mir. Dann werden wir mal gucken gehen, was auf dem Hof los ist. Ist auch schon wieder eine Woche her, dass ich gespielt habe. Ich weiß also nicht mehr genau, was die Leute erzählt haben. Ich bin da sehr vergesslich. Aber das wird schon wieder aufleuchten, wenn was passiert. Hoffe ich. So, ist das hier schon der Hof? Ich glaube schon. Ja, gut. Dann gucken wir mal, was uns hier erwartet. Wir sind ein ganz kleines bisschen verletzt. Aber wir haben ja da, wo wir ausgelockt haben, eh gespeichert. Jetzt ist es wahrscheinlich schon zu spät, um mit denen zu sprechen, oder? Okay. Guten Abend. Hauptmann Bernhard schickt mich. Es geht um den Überfall. Tja, also sie kamen, bedienten sich und ritten wieder davon. Ich weiß nicht, was ich sonst sagen soll. Wir versuchen, sie aufzuspüren. Jedes Detail, an das du dich erinnerst, könnte helfen. Was willst du wissen? Wie wär's mit... Wie viele waren es? Wie viele waren es? Zwei oder drei. Ich bin noch ganz durcheinander. Wo sind sie hin? Ich weiß nicht genau. Mein Mann sagte, ich soll drinnen bleiben. Ich habe sie nur durchs Fenster gesehen. Dein Mann war also draußen? Ja, er wollte mit ihnen sprechen. Aha. Was haben sie gestohlen? Nicht viel. Wir haben fast nichts und das habe ich ihnen auch gesagt, als sie hier aufgekreuzt sind. Du willst mir also weismachen, sie kamen her? Du hast ihnen gesagt, hier gibt's nichts zu holen und sie ritten einfach so wieder davon? Mehr oder minder. Aber gerade eben sagtest du noch, du warst die ganze Zeit drin. Ah, ja, irgendwie schon. Warst du nun drin oder draußen? Hast du sie gesprochen oder nicht? Nun, wie gesagt, ich bin durcheinander. Weiß nicht mehr viel. Ich rieche eine Lüge. Ich weiß nicht, was hier passiert ist, aber ich werde das Gefühl nicht los, dass du mir nicht alles sagst. Nein, es ist nur, dass alles ist so schnell passiert. Ich bin durcheinander. Ich bin derjenige, der durcheinander ist. Lass mich eins klarstellen. Herr Wolflin, Baron von Camberg, führt diese Banditen an. Er ist kein gewöhnlicher Gesetzloser. Wenn wir ihn nicht schnappen, bricht die Hölle los. Frage ist, wo also ihr Mann rede ist. Endlich, haben sie egal den. Was hier vorgefallen ist. Herrgott, warum lässt du mich nicht in Ruhe? Was ist wirklich hier vorgefallen? Versprich mir erst, dass du sie erledigst. Genau deshalb bin ich hier. Sie kamen vor ein paar Tagen, haben ein Schwein und einen Sack Äpfel mitgenommen. Einer von ihnen hatte ein verletztes Bein, also bot ich an, es zu versorgen. Was zum Teufel? Warum hilfst du Halsabschneidern? Sie verhielten sich nicht aggressiv und ich dachte, ich halte sie lieber bei Laune. Wenigstens ließen sie mir ein paar Äpfel da. Weiter? Was ist dann passiert? Sie ritten davon und ich betete, dass sie wegbleiben würden. Aber sie kamen am selben Abend wieder. Einer von ihnen war verletzt und sie wollten, dass ich ihn mir ansehe. Sie bezahlten mich und führten mich zu ihrem Lager. Und am Morgen war ich wieder hier.
Okay. Jetzt ist die Frage. Einen Moment. So, es kann weitergehen. Mal gucken. Ah, sie bezahlten mich, führten mich zu ihrem Lager und am Morgen war ich wieder hier. Also für mich klingt das, die Frage ist, wo ist ihr Mann? Das müssen wir gleich mal gucken. Vielleicht haben die ihren Mann und bedrohen sie jetzt damit. Du weißt, wo sie lagern? Ich möchte, dass du mich hinführst. Ich gehe nicht zu ihrem Lager. Aber ich weiß, von wo aus du es gut sehen kannst. Das reicht mir aus. Möge Gott über dich. Okay, ich wollte noch gucken, wo ihr Mann ist. Wo reisen wir hin? So. Ja. Ah. Weiter gehe ich nicht. Wenn Sie mich sehen, bin ich erledigt. Das Lager liegt in dieser Richtung. Danke. Keine Sorge. Wir kümmern uns um Sie. Ich bete dafür. Okay. Dankeschön. Alles klar. So, es ist ziemlich dunkel. Ich weiß nicht, ob ich in der Nacht angreifen sollte. Sie hat in diese Richtung gezeigt. Ich habe sie wohl gefunden. Ich sollte zu Hauptmann Berner zurückkehren. Okay. Ach, jetzt müssen wir das südliche Lager nicht mehr untersuchen? Nee. Okay, dann gehen wir straight, also so richtig direkt nach Westen. Westen. Da müsste irgendwo ein Weg kommen. Und dann werden wir mal gucken, ob wir noch schlafen können, um auf den Tag zu warten. Im Dunkeln ist es ja immer so ein bisschen... Hallo? Fackel? Dankeschön. Oh, Patrouille haben sie wohl auch. Gut. Da ist der Weg. Okay. Ja. Ab geht's. Wenn ich das richtig im Kopf habe, müssen wir einfach dem Weg folgen. Dann kommen wir nämlich zu Hauptmann Berner zurück. Mal gucken, was der dann dazu sagt. Wir müssen dann gucken, ob wir speichern können und eben schlafen, dass dann Tag ist. Das ist dann vielleicht angenehmer auch für euch. Also ich sehe ja eigentlich... Schon auch wenig. Die Fackel blendet fast mehr als sonst was. Hier sind die Pferde. Okay. Ich stelle mein Pferd einfach mal hier ab. So. So, und bevor ich jetzt mit ihm spreche, gucke ich mal, ob ich hier schlafen kann. Schlafen und speichern. Perfekt. Perfekt. So, das machen wir jetzt bis morgens. Das dreht sich jetzt schön. So, jetzt haben wir Glück gehabt, dass wir da erst nach Norden gegangen sind. Dass wir da gleich die Frau getroffen haben, die uns das Lager gezeigt hat. Jetzt ist so die Frage, irgendwas wurmt mich da dran. Ich habe ihren Mann nicht gesehen auf den ersten Blick. Gut, der könnte ja irgendwie im Hinterzimmer geschlafen haben oder so. Aber man weiß ja nie bei dem Spiel. Man weiß ja nie. So, jetzt sind wir gleich ausgeschlafen. Jetzt müsste langsam wieder hell werden. Ja, das ist gut. Das passt. Sattheit sind wir bei 80 mittlerweile. Das geht auch noch. So, dann gehen wir mal zu Hauptmann Bernhard. Was brauchst du? Ich weiß, wo das Lager ist. Ah, gut zu hören. Ist es weit? Nicht wirklich. Wie viele Männer waren da? Das weiß ich leider nicht.
Hm. Nächstes Mal zähle sie. Verstehst du denn nichts vom Späherhandwerk? Naja, es ist ja nicht so, als hätten wir eine Wahl. Zeit, diesen verrückten Bastard an den Rataier Galgen zu bringen. Sollten wir nicht besser mit ihm verhandeln, Herr? Mit Banditen verhandeln? Du bist wohl verrückt geworden. Habe ich übrigens jetzt nur vorgeschlagen, weil sie sagte, dass man mit ihnen handeln kann. Hätten die da jetzt alles abgeschlachtet und hätten ihren Mann mitgenommen oder sonst was, dann hätte ich das jetzt nicht vorgeschlagen. Obwohl, das mit dem Mann wissen wir ja nicht. Herr Hanusch will, dass unnötiges Blutvergießen vermieden wird. Was willst du damit sagen? Ich könnte mit Wolflin verhandeln. Selbst wenn nichts dabei rauskommt, kann ich zumindest einen Blick auf ihr Lager werfen. Ein wenig Spionage kann sich ja nicht schaden. Hast du denn keine Ahnung vom Späherhandwerk? Ein gebildeter Gag. Er wird dich anhören. Und wenn es nur ist, um mir zu sagen, dass ich zur Hölle fahren soll. Ich gebe dir eine Livree mit meinem Wappen, damit er weiß, dass ich dich schicke. Und du musst unbewaffnet gehen. Danke, Hauptmann. Ich tue mein Bestes. Das hoffe ich. Und komm ja in einem Stück wieder. Ich will Herrn Ratzig nicht sagen müssen, dass ich seinen Günstling ans Messer geliefert habe. Ole Schnarwappenrock, okay. Lebe wohl. Muss ich das jetzt anziehen? Okay, ich ziehe das jetzt einfach mal an. Es ist zwar nicht wirklich besser als das Blaue hier, was ich habe, aber ich glaube, das gehört zur Quest dazu. Die andere Frage ist, er hat gesagt, unbewaffnet. Muss ich dann, das werden wir natürlich sehen, es ist einfach nur Frage an mich selbst oder, ne, laute Gedanken quasi. Müsste ich die Waffen ausziehen? Ja. Also ich habe es ja jetzt in den Slots drin quasi. Und dann stellt sich mir natürlich die Frage, müsste ich die quasi komplett ausziehen oder reicht es, wenn ich sie einfach auf dem Rücken trage? Ich lasse sie jetzt erstmal auf dem Rücken. Mir ist es zu gefährlich, die auszuziehen. So, es ist ja nicht weit. Einmal nochmal nach Osten zurück. Und dann mal gucken, ob wir mit denen verhandeln können. So, es ist wunderschönes Wetter. Das gefällt mir natürlich. So, jetzt ist die Frage, kann ich da einfach reinlaufen? So, ich habe die Waffen auf dem Rücken und notfalls kann ich den Hund auf sie hetzen. Die Wache da. Du bist zur falschen Zeit am falschen Ort. Okay. Das war wohl nicht geplant. Wie soll ich mit denen denn verhandeln, wenn sie mich sofort angreifen? Komm her, du Weichei! Jetzt bin ich natürlich alleine gegen die. Hey, ich habe gesehen, dass ich den im Arm getroffen habe. Das ist Beschiss. Ich sollte vielleicht erstmal laufen. Sind mir alleine dann doch zu viele. Das nennst du kämpfen? Ja, ist ja gut. Jetzt habe ich natürlich dauerhaft auch keine Ausdauer, weil die mich natürlich hauen. Du bist tot. Ja, sehr wahrscheinlich bin ich tot. Wie kann ich denn mit denen verhandeln? Ich kann auch den Bogen gar nicht mehr so wirklich anziehen. Weil keine Ausdauer. Ich werd jetzt sterben. Da kann ich nichts machen. Nee, da komme ich nicht weg. Okay, aber... Hä? Wie kann ich denn mit denen verhandeln? Ich bin... Ach, hätte ich die Waffen doch vielleicht ganz ausziehen sollen? Ist natürlich jetzt die Frage.
Okay, jetzt muss ich hier nochmal kurz den Hauptmann ansprechen, glaube ich. Gott sei mit dir. Was kann... Ich weiß, wo das Lager ist. Ah, gut, nicht wirklich. So, ich weiß jetzt nicht, ob das Cheaten ist. Wie viele Männer waren da? Aber es waren... etwa 10? Etwa 15. Es waren schon etwa. Scheiße, das wird nicht einfach. Aber wir haben keine Wahl. Wolflin von Kamberg muss in Rathal gehängt werden. Gucken, was er jetzt sagt. Sollten wir nicht besser mit... Mit Bandit? Ich versuch das nochmal zu... Herr Hanusch, was willst du... Wie ich es probiert habe. Oh, ich gebe dir ein... Danke, Hauptmann. Das hoffe ich. Alles Gute. So. Ich werde es nochmals versuchen. Ich zieh das nochmal an. Und was ich machen werde, ist... Hier die Waffen ausziehen. Wohl die Pfeile. Schadenstich 100, 130. So. Keine Ahnung, was ich jetzt falsch gemacht habe. Aber ich nehme an, es sind die Waffen gewesen. So, jetzt einen kurzen Weg nochmals. Das Reh ist auch wieder hier. Wird es einen Unterschied machen, wenn ich keine Waffen auf dem Rücken habe? Also ein Versuch ist es wert, schon alleine um das herauszufinden, finde ich. Würde mich schon Wunder nehmen. Ansonsten muss ich vielleicht eher Richtung Lager laufen und nicht Richtung Wache. Versuch das nochmal. Anders komme ich da doch gar nicht hin. Ah. Hey du, was willst du hier? Ich bin Hauptmann Bernhards Bote. Okay. Und soll verhandeln. Ich kann dir nicht trauen. Aber ich bin unbewaffnet. Das ist wahr. Du trägst Herrn Bernhards Farben. Ich schätze, ich kann dich zu Herrn Wolflin bringen. Aber versuch keine Dummheiten. Verstanden? Du hast mein Wort. Ist ja mal ein cooles Detail. Was tust du da? Okay, wenn sie sagen unbewaffnet, dann wirklich unbewaffnet reingehen. Komm ja schon. Du bist so langsam, nicht ich. Ja. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ja, so um die 10 sind es. Eche voll Blut und eine blutige Flut. Wen haben wir denn da? Wie heißt du, Junge? Heinrich. Ich bin ein Bote von... Ich weiß. Von meinem geliebten Vetter Herrn Bernhard von Oleschna. Und? Wie lautet deine Botschaft? Okay, du kannst gehen, wenn du die Beute zurücklässt. Du kannst mitsamt deiner Beute gehen, lassen wir ein Duell entscheiden. Ich hörte, deine Familie sei verflucht. Warum schadest du den Herrn... von Oleschna. Warum spritzt da Blut? Was hast du gegen die Herren von Oleschna? Milota, dieser Bastard, hat Dörfer gestohlen, die meinem Vater gehörten. Ich war in Polen, als er starb. Und Milota sagte allen, auch ich wäre tot. Aber du kamst zurück, nicht wahr? Ja, das tat ich. Aber Milota bestach einen Pfaffen zu behaupten, mein Vater habe auf dem Sterbebett gebeichtet, dass er vom Teufel besessen wäre. Und sein Sohn ebenso. Also ich. Deshalb denken sie, ich sei ein Hexenmeister und von den Toten auferstanden. Nur fressen und schlafen. Oh, okay. Und pimpern. Das ist bedauerlich. Aber unsere Gerichte oder der König würden das doch nicht glauben. Mag sein. Aber der König ist in Gefangenschaft und die Adligen haben keine Zeit, Gerichte abzuhalten. Niemand hört mich an. Und wenn alles vorbei ist, wird man mich vergessen haben. Ich habe viel über dich gehört.
Man sagt, deine Familie sei verflucht. Erzählt Bernard wieder die alten Geschichten? Wahrlich, mein Vetter liebt den Klatsch. Dein Vater hatte also keinen... Was? Entstelltes Gesicht? Doch, sah aus wie von einem Wagen überrollt. Und er hatte 4 Geschwister, die alle starben. Alles wahr. Aber eines wird bei dieser Geschichte immer ausgelassen. Was denn? Bin ich müde. Dass meine Großmutter selbst eine von 5 war und ihre Mutter eine von 4. Liegt in der Familie. Und das Gerede von der Hexe. Ha! Meine Großmutter konnte es kaum erwarten, meinen Großvater zu heiraten. Okay. Scheiß Wetter, scheiß Zelte, scheiß Lager. Ich hab genug von dieser Scheiße. Versuchen wir es mal. Wir bieten dir freies Geleit. Fort von hier. Und du kannst die Beute mitnehmen. Was für ein Welch großzügiges Angebot. Aber warum sollte ich akzeptieren? Die Anwohner verlangen Herrnusch hat mächtige Verbündete. 14. Damit komme ich nicht durch. Aber vielleicht... Weil du mit Milota streitest, nicht mit Bernhard und auch nicht mit Herrn Harnusch, dessen Land du plünderst. Und? Lass von Herrn Harnuschs Land ab und regel deinen Streit mit Milota woanders. Ich streite mich mit jedem, der Milota beisteht. Und Harnusch hat ihm Zuflucht gewährt. Zu Hause war es besser. Herr Harnusch weiß nichts von Milotas Intrigen. Er hat einem Christen seine helfende Hand geboten, sonst nichts. Und du ziehst einfach plündernd und mordend durch sein Land. So sind eben die Zeiten. Du willst Gerechtigkeit? Aber glaubst du, sie so zu verdienen? Benimm dich ehrenhaft und zieh von dannen. Was würde mir das bringen? Wenn du freiwillig gehst, erzähle ich Herrn Harnusch von Milotas Täuschung. In seinem jetzigen Zustand kann er nicht fliehen und alle erfahren die Wahrheit. Nicht schlecht. Hier gibt es ohnehin nichts zu holen. Gut, ich akzeptiere dein Angebot. Sag deinem Hauptmann, wir ziehen ab. Also gut. Sehr schön. Die Beute gehört uns? So ist es. Dann los, bevor Bernard die Geduld verliert. Sehr schön. Das Lagerleben ist kein Zuckerschlecken. Fast wieder nüchtern. Gut, gut. Ob das jetzt wirklich gut oder schlecht ist, weiß ich nicht. Aber ich finde, wir haben es gut geregelt. So. Ja. Mal sehen, was der Hauptmann dazu zu sagen hat. Ich mag ja die Waldgeräusche immer noch, ne? Diesmal, wenn man so durch den Wald galoppiert, so mit den Vögeln im Hintergrund, ein bisschen Blätter rascheln oder so. Ab und zu springt ein Reh über die Straße. Alles in allem ist es sehr entspannend. So, da vorne müsste es gleich sein. Ja, diesmal reite ich einfach hoch mit dem Pferd. Warum nicht? Bis hierhin. So. Gucken, was er dazu sagt. So. Ich bin von Wolflin zurück, Hauptmann. Und in einem Stück. Wenigstens das. Ich erwarte nicht, dass du etwas erreicht hast. Ich habe sie überredet, abzuziehen. Ich habe ihnen freies Geleit versichert. Bis morgen früh sind sie von hier verschwunden. Was? Sie haben 2 meiner Männer getötet. Hätte ich nicht verhandelt, wären noch mehr Männer gestorben. Trotzdem können wir sie nicht einfach abziehen lassen. Verdammt, Heinrich! Und jetzt kann ich es nicht mehr zurücknehmen. Ich wollte nur Herrn Hanuschs Befehle ausführen, Hauptmann. Denk nächstes Mal nach. Du hast der Ehre deines Herrn geschadet. Aber das ist nicht mehr zu ändern. Wir schicken Nachricht an unsere Nachbarn. Vielleicht kümmern sie sich um sie. Du reitest nach Atai und berichtest Herrn Harnusch. Mach's gut. Wie man's macht, man macht es falsch. Kehre nach Atai zurück und erstatte Herrn Harnusch Bericht. Haben wir noch irgendwas in der Nähe? Neue DLC-Quest. Okay. In Talmberg.
Nee, in der Nähe ist sonst nichts. Hier haben wir zurückkehren, Bericht erstatten. Und hier haben wir noch Frage den Wettgatters und Fuhrmann nach den Pressern. Ach, das ist immer noch die Quest. Okay, nee, ich werde erstmal die Quest, die wir jetzt gerade gemacht haben, abgeben gehen. Wir haben noch einiges zu tun. Noch einiges. So, ich werde zwischen den Folgen schnell reisen. Hier verabschiede ich mich mal. Wir hören uns hoffentlich in der nächsten Folge und ich würde sagen, bis dann. Hallo. Ich wollte noch kurz was hinzufügen. Und zwar wollte ich gucken, ob wir hier mit ihm noch reden können, bevor ich die Folge dann endgültig beende. Ah, genau, das wollte ich. Ich habe mit Wolflin verhandelt. Vor wie schnell reisen und so. Ich habe ihn überzeugt, abzuziehen. Wirklich? Ich wusste, du bist kein Narr, aber das ist beachtlich. Du bist ein wahrer Diplomat. Pff, ich weiß nicht so recht. Nicht so bescheiden. Darauf trinken wir. Auf bald. Gut. Das war's schon. Bis zum nächsten Mal.